Heute will ich euch was zeigen, was ich immer und immer wieder wahrnehme. Und zwar sind es die InDesign-Variablen. Jeder nutzt sie in irgendeiner Art und Weise und oder viele nutzen sie. Und ich hab auch in der Umfrage jetzt gesehen, dass einige sie schon wirklich intensiv nutzen. Da werde ich vermutlich heute nicht so wahnsinnig viel Neues berichten können für diejenigen. Für alle anderen, die mit Variablen noch nie gearbeitet haben, will ich mal so einen Einstieg geben, weil ich glaube, manche wissen halt nicht, was dahinter steckt. Und vielleicht kann man sie ja für die eine oder andere Sache mal nutzen. Wir nutzen sie mehrheitlich für die Organisation und für die Arbeitserleichterung. In der Einführungsmail, die ich, oder in der Einladungsmail stand ja drin, dass eine Variable zum Beispiel auch die Seitenzahl ist. Die kennt vielleicht der ein oder andere, die Paginierung. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie kriege ich hier den Chat weg? So. Das ist eine Sache, die Seitenzahl, die kennt fast jeder, glaube ich. Das heißt, wir müssen irgendwie da was eingeben und dann zählt InDesign automatisch die Seiten hoch. Das ist eigentlich schon die ganze Erklärung von Variablen. InDesign schaut sich Sachen an, wo stehe ich, was mache ich und bringt den Inhalt dann auf die entsprechende Seite. Gucken wir uns das mal ganz genau an. Ich habe jetzt hier eine Seite vorbereitet, die ganz simpel, eine normale Startseite hier. Wie so ein Heftchen mit ein paar Überschriften. Und unter anderem wäre es halt cool, wenn hier unten eine Seitenzahl wäre. Gucken wir uns die mal ganz kurz an. Wenn wir Seitenzahlen machen, ich fange wirklich ganz am Anfang an. Wenn wir Seitenzahlen machen, mache ich die natürlich auf der Musterseite. Also setze die hier unten auf die Musterseite, weil dann kann ich in allen Seiten die Seitenzahlen automatisch auslesen. Also ich ziehe so einen Rahmen auf, habe einen Textrahmen auf. Und gehe mit dem Cursor da rein und sage einfach Schrift, Sonderzeichen einfügen, Marken, aktuelle Seitenzahl. Ist somit unter der versteckteste Menüpunkt, den man sich denken kann. Den braucht man, wenn man es aber ordentlich macht, nur genau einmal oder vielleicht zweimal. Und dann kann man den ganzen Tag normal arbeiten mit den Seitenzahlen. Also, ich sage jetzt hier mal aktuelle Seitenzahl. Und da steht jetzt aber nichts von 1 oder 2 oder was auch immer, sondern da steht jetzt BAS. Und BAS ist jetzt in dem Falle der Name der Seite, weil die heißt nämlich hier oben BAS für in meinem Fall Basis. Meistens steht da eine 1 drin. Oder A, glaube ich. A ist, glaube ich, die Standardmusterseite. Da steht meistens ein A drin und das bedeutet A-Musterseite. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und wenn ich jetzt, das habe ich natürlich schon mal vorbereitet, auf der anderen Seite ist das auch schon drauf, hier, auch BAS. Wenn ich jetzt auf Seite 1, 2, 3, 4, 5 gehen würde, sehe ich, alles gut läuft, die Seitenzahl, Musterseite benutzt, wunderbar. Und auf der nächsten Seite ist dann Nummer 4. Also ganz simpel, ich gebe einmal etwas ein und kann es überall abrufen. Ja, gut. Das ist eine simple Variable im InDesign. Ich würde euch da ganz kurz eine andere Variable zeigen. Vielleicht kennt der ein oder andere, wie soll ich sagen, lebenserfahrenere Mensch hier unter uns, noch ein Telefonbuch. Ich habe jetzt extra ein Telefonbuch ausgewählt aus der Google-Bildersuche aus einem anderen Land. Aber das Telefonbuch ist ideal für Variablen. Nämlich, hier hat das Telefonbuch hier oben, ihr seht hier das Städtchen, La Chaux-de-Fonds, glaube ich, ja, La Chaux-de-Fonds. Und dann geht es hier mit BE los oder DE, weiß, kann ich es gar nicht lesen. Der erste Teil des Buchstabens wird hier gegriffen oder des Wortes. Und hier wird der letzte Eintrag genommen. Das sind Variablen. Was würde passieren, wenn jetzt hier noch eine Anzeige käme oder noch ein paar Telefonnummern dazwischen kämen? Dann hätte jemand damals im Blocksatz, im Bleisatz wieder gucken müssen, was ist der letzte Eintrag und trägt hier oben neu die Sachen ein. InDesign könnte man dazu bringen, dass es automatisch schaut, was ist der letzte Eintrag und bringt da vorne, da oben die Informationen hin und was ist der erste Eintrag und der bringt das hier oben in die Kopfzeile. Man spricht da auch schon von lebenden Kopfzeilen, glaube ich, so ist das sogar übersetzt im InDesign. Kolumnentitel, so habe ich das noch gelernt, lebender Kolumnentitel, lebende Kopfzeile, habe ich nicht gelernt, habe ich erst durch InDesign gelernt. Das ist zum Beispiel, das Telefonbuch ist so die typische Anwendung für einen
für eine Variable für einen lebenden Kolumnentitel. Kolumne ist in dem Fall die Spalte. Hm? So. Gehen wir wieder zurück zu InDesign. Und gehen wir zurück zu meinen kleinen, genau, zu meinem Hilfshirn, wo ich mal reingucken muss. So, also wir haben hier die Kopfzahl, die gucken wir uns gleich noch an. Die Seitenzahl gucken wir uns an. Und dann haben wir hier noch so Sachen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Template von der CT, die kennt vielleicht der eine oder andere. Und dort steht immer hier unten das Thema, was weiß ich, CT-Fotografie, CT-Reisen oder was auch immer. Und dann gibt es eine Heftnummer, was weiß ich, Heftnummer 12, Heftnummer 13, die zählen sich ja hoch. Und das wäre ja ziemlich doof, wenn wir diese Sachen immer per Hand eintragen würden. Dann würden wir es hundertprozentig vergessen. Auf irgendeiner Seite würden wir vielleicht einen Tippfehler drin haben oder vielleicht würden wir es auch irgendwo vergessen, da würde irgendwas das Thema stehen und so weiter. Und das Weitere haben wir hier oben eine Kopfzeile. Ich zeige euch ganz kurz mal, wie die funktionieren und dann werdet ihr schon das ganze Geheimnis sehen und dann gucken wir uns mal in die Fallstricke rein und dann gucken wir uns noch verschiedene andere Sachen an. Genau. Aber eigentlich wollte ich hier Seite für Seite durchgehen mit euch. Das habe ich jetzt schon gemacht, die Pagina. Pagina letzte Seite. Manchmal gibt es den Wunsch, dass man sagt, ich möchte ganz gerne, ich zeige das hier kurz im Ergebnis, ich möchte Seite 2 von 5, Seite 4 von 5 und so weiter und so fort zeigen. Das muss man natürlich die richtige Musterseite runterziehen, sonst funktioniert das nicht. Genau. Dann müsste InDesign sozusagen, oder ich müsste wissen, wie viele Seiten habe ich denn schlussendlich produziert und dann hier jeweils die 5 reintragen. Und wir sehen jetzt schon, er zählt automatisch hoch. Wenn ich jetzt die Seiten duplizieren würde und da jetzt noch ein paar mehr reinpacken würde, zählt er automatisch die Seiten neu und wir wissen immer, wie viele Seiten am Ende im Dokument sind. Ja, ich weiß, 7 Seiten ist keine gute Idee für eine Broschüre. Darum geht es aber jetzt nicht. Wie mache ich das? Ich gehe natürlich wieder auf die Basis, auf die Innenseiten-Musterseite. Ich gehe mal auf die Musterseiten, die natürlich jetzt darauf bezogen, die sich darauf beziehen. Und da gehe ich jetzt mal rein und lösche das mal alles und gehe wieder her und sage Schrift, Sonderzeichen, Marken, aktuelle Seitenzahl. Den Shortcut kann man sich auch merken, aber ich gebe den jetzt immer mal wieder übers Menü, damit ihr seht, wo ich hingehe. So, dann steht da INN, weil die Musterseite hier INN heißt. Und dann gebe ich dahinter ein von, und das ist natürlich, das ist schon die erste Funktion von InDesign, dass der mir hier immer nicht anzeigt, wo er genau ist. Manchmal zeigt das, manchmal nicht. Und jetzt wäre es ja ziemlich cool zu sagen, wahrscheinlich ist dieses letzte Seitenzahl auch hier. Warum das da nicht ist, bitte fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Wir müssen tatsächlich das allererste Mal in die Textvariablen gehen. Hier sage ich jetzt Variable einfügen und hier kann ich dann sagen, letzte Seitenzahl. Jetzt zeigt er mir eine 1 an. Bitte nicht verwirren lassen. Ich habe bei den Musterseiten innen, also die innen, da ist nur eine Seite. Wenn ich aber hier reingehe, zeigt er mir 7 an. Hier zeigt er mir 7 an. Hier zeigt er mir 7 an. Also, die normale Seitenzahl, Schrift, Sonderzeichen, Seite. Die letzte Seitenzahl, Variable, letzte Seitenzahl. Müsst ihr euch merken. Braucht man vielleicht nur einmal. Aber wenn man es dann hat, dann hat man sich das einmal gut gemerkt. Das Gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite auch, auf der gegenüberliegenden Seite. Da zählt der natürlich auch mit, logischerweise. Und da muss man hier natürlich auch die richtige Musterseite runterziehen. Dann hat man das auch wunderbar gemacht. So, soweit erstmal klar. Kleiner Tipp für die letzte Seitenzahl. So, dann gehen wir mal weiter. Eine weitere Variable, die ich ganz oft brauche, ist der Dokumentenname. Keine Angst, wir gehen dann schon noch zu diesem lebenden Kolumnentitel. Der Dokumentenname ist zum Beispiel, in dem Fall hier, der ist tatsächlich 03 Dokumentenname, ist jetzt für einen Dokumentenname nicht der schlauste Begriff, aber so weiß ich wenigstens, was ich euch zeigen wollte. Außerdem kann ich ein Erstellungsdatum oder geändert Datum definieren. Wie mache ich das? Ja, natürlich hier, ihr seht, ich bin gar nicht auf der richtigen Seite. Ich muss wieder auf die Musterseite zurück. Das kriege ich aber noch hin. Weil ich
Herr möchte in allen Dokumenten, in allen Seiten, möchte ich das hier oben drin haben. Und zwar nicht auf der Seite, weil kein Mensch will das ausdrucken, aber auf dem Infobereich. Den Infobereich, den habe ich hier mit der blauen Linie, der ist hier mit der blauen Linie markiert. Und wenn ich nachher einen Export mache, einen PDF-Export machen würde, beispielsweise, was weiß ich hier, dann könnte ich sagen, hier, schließ mir den Infobereich mit ein. Und dann würde dieses PDF-Datei nicht nur bis hierher gehen, sondern bis da oben. Und dann könnte ich zum Beispiel für Korrekturschleifen und so weiter diese Dokumente weiterschicken und jeder hätte im Infobereich die Möglichkeit, da zu schauen, um welches Dokument es geht, von wann ist es denn, welche Version und so weiter und so fort. Also, wie mache ich das? Wie mache ich den Infobereich? Ich schreibe einfach das Wort Dokumentenname, Doppelpunkt, muss ich aber nicht. Und gehe dann wieder auf Schrift. Die Textvariablen finden sich immer unter Schrift. Und da gibt es einige vorgefertigt. Ausgabedatum, Bildname, Dateiname, Erstellungsdatum, Kapitelnummer, lebender Kolumnentitel, Seitenzahl, letzte und Änderungsdatum. Ich gehe jetzt mal auf den Dateinamen. Das ist jetzt ziemlich einfach, ich weiß. Das Gleiche kann man bei Erstellungsdatum und geändert auch eingeben. Jetzt stelle ich aber fest, dass ich eigentlich ganz gern bei dem Erstellungsdatum oder bei dem geänderten Datum, das mit dem PM und so weiter, das gefällt mir gar nicht so gut. Ich hätte gerne eine andere Anzeige. Also kann ich auch sagen, bei Schrift, bei dem Textvariablen, ich kann die ganzen Dinger nicht nur einfügen, sondern ich kann sie auch definieren. Ich gehe mal jetzt da rein. Und jetzt habe ich praktisch die ganzen Textvariablen wieder aufgelistet und kann sagen, okay, Dateiname bearbeiten. Ne? Und wenn ich den Dateinamen bearbeite, kann ich auch sagen, ich kann davor was schreiben, dahinter was schreiben. Oder ich kann auch den gesamten Ordnerpfad mit einbeziehen. Dass ich also nicht nur zeige 03 Dokumentenname, sondern den ganzen Pfad. Und dann zeigt mir InDesign hier in der Vorschau schon an, wo das Dokument liegt. Aber jeder andere, der mein PDF nachher lesen wird, wird auch meinen ganzen Pfad sehen. Das ist jetzt in meinen Projekten eher unüblich. Aber wenn Leute zusammen auf einem Server arbeiten, in einem Betrieb, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich lasse das mal kurz wieder raus. Dateinamenerweiterung rein oder raus, ne? INDD oder nicht. Man kann da total viel machen, was ihr nachher macht und wofür ihr das eventuell braucht. Ist mir ja eigentlich dann auch egal. So, ich sag mal okay. Was ich euch aber zeigen will, ist zum Beispiel bei geändert. Da kann ich sagen, Änderungsdatum. Ich gehe mal da auf Bearbeiten. Und da sehe ich schon, habe hier so eine komische kryptische Form und hier unten die Vorschau und die gefällt mir gar nicht. Und jetzt lösche ich das einfach mal alles raus und füge mir selber das schön ein. Ich möchte den Tag haben und zwar als Zahl. So, dann sehe ich da unten schon einen Punkt rein. Dann würde ich ganz gern den Monat haben, den aber als Name, aber nur kurz. So, und weil ich das jetzt gestern gelernt habe, kommt noch ein Leerzeichen dahinter. Ich habe das nicht gestern gelernt, aber ich habe das schon mal gelernt. Und dann würde ich das Jahr nehmen, aber beim Jahr bin ich jetzt von mir aus wieder mit dem großen Jahr dabei, was auch immer. Also so, dann kann ich noch irgendwas reintippen und kann sagen, ich möchte gerne noch die Uhrzeit haben und so weiter. Das könnt ihr alles euch einstellen, wie ihr wollt. Was weiß ich, 14 Uhr. So, machen wir das mal schnell fertig und dann ist es gut. So, und dann sage ich okay. Und dann ändert sich das auch gleich hier. Also ihr könnt sozusagen jede Textvariable erstmal so ändern. Fertig. Genau. Dann haben wir also das hier oben in dem Infobereich. Und hier wollte ich es euch eigentlich zeigen, fällt mir ein. Aber da habe ich es jetzt da schon vorbereitet. Also einfach, das können wir natürlich, denn wenn man ein bisschen, wie sagt man so schön, arbeitsoptimiert ist oder faul, wie auch immer, kann man ja beides nehmen. Einfach rüberduplizieren mit der Alt-Taste, dann hat man das auf beiden Seiten. Und ich habe es vor allen Dingen in allen Dokumenten, in allen Seiten, wenn ich es auf der Musterseite anlege. Wenn ich es auf der Musterseite anlege, mit der richtigen Musterseite natürlich. Ja? Okay. Also da geht eine ganze Menge. Ich packe da in diesen Infobereich relativ oft Sachen rein, die für alle Seiten relevant sind. Ich hoffe, bis dahin ist es erstmal okay. Ich muss mal ganz kurz in den Chat gucken, ob irgendjemand schreibt, ich habe überhaupt gar nichts verstanden.
Bis jetzt keine expliziten Fragen. Okay. Jetzt kommt gerade die erste. Wenn man die Standards verändert, was wird dann beim nächsten Update wieder durch Adobe überschrieben? Also erstmal sind diese Standards, die ich überschreibe, immer dokumentenabhängig. Also wenn ich jetzt ein neues Dokument mache, ich hoffe, ich versuche es gerade mal, habe ich wieder, glaube ich, die Standards. Habe ich das jetzt hier geändert, Jana? Ja, da habe ich wieder die Standards. Also diese Einstellungen, die ich hier mache, sind dokumentenabhängig. Das heißt, ich überschreibe die nur, wenn ich gerade kein Dokument geöffnet habe. Wenn ich aber jetzt in meinem Dokument, wo ich jetzt gerade war, wo ich natürlich nicht mehr finde hier, wartet mal, wie war das hier, Dokumentenname. In dem Dokument bleiben die so. Aber wenn ihr jetzt ein neues Dokument öffnet, habt ihr wieder die InDesign-Standards, die out of the box kamen. Da vielleicht noch ein Hinweis dazu. Wenn ihr kein InDesign-Dokument offen habt, könnt ihr auch die Textvariablen ändern. Ja, wie viele andere Dinge auch. Dann sind die wirklich für jedes neue Dokument gültig. Aber wenn ein altes Dokument mit einer Definition kommt und ihr öffnet es irgendwann wieder, zieht ihr immer die Definition aus dem InDesign-Dokument, nicht die von der InDesign-Version. Genau. Da habe ich gleich noch ein anderes Problem gehabt. Ihr zieht euch sozusagen nicht nur die InDesign-Standard, sondern ihr zieht euch auch die Spracheinstellungen. Ich habe nämlich eine ganze Menge InDesign, jetzt muss ich direkt mal gucken, ob das bei dem sogar so war. Nee, die waren auch deutsch. Ich hatte mal ein Dokument von jemandem, der hat auf einem französischen InDesign angefangen. Und dann habe ich mit dem Dokument weitergearbeitet und da waren die ganzen Variablen französisch benamselt. Und Englisch ist für mich kein Problem, die zu verstehen. Aber Französisch war für mich nicht ganz so einfach. Also ihr zieht euch sozusagen diese Einstellung irgendwie mit der entsprechenden Sprachversion mit. Da muss man die halt entsprechend nochmal anpassen. Genau. So, das Datum habe ich jetzt hier tatsächlich in einer neuen Variante, was ich ab und zu mal brauche, ist, wenn so Leute Kataloge machen, dann wollen sie ganz gern hier drin zum Beispiel den aktuellen, wie sagt man denn, Herausgabedatum rein. Bei Preislisten hat man das oft, ne? Die Preisliste ist nur so lange gültig, bis die nächste kommt oder so. Und dann schreibt man irgendwie klein irgendwo das Datum der Preisliste rein. Und das mache ich auch so, indem ich hier auf diese Musterblätter natürlich, jetzt muss ich es mal gucken, Kapitel 4, und Kapitel 4 ist natürlich auf A basierend, so. So, und hier habe ich jetzt mal eine Variable drin, die heißt Änderungsdatum. Und da der Kunde in dem Fall jetzt keine Uhrzeit und kein wirkliches Datum im Sinne von, weiß ich, 1. März haben wollte, haben wir das hier bearbeitet und haben tatsächlich nur den Monat und das Jahr reingetippt. Na, kann man dann so machen. Also für solche Sachen kann man es auch brauchen. Und dann habe ich es ganz oft auch, dass ich bei den AGBs oder so die Sache dann einfach so auf so eine Art hellgrau stelle, so dass es halt nur so leicht zu sehen ist. Aber wenn man die Dokumente vergleicht, sieht man, aha, wir sind jetzt auf der aktuellsten Variante oder eben doch auch nicht. Dafür kann man Variablen ganz gut nutzen. Genau. Gucken wir uns noch eine andere Variable an, eine ganz andere Variable. Das sind nämlich die Bildunterschriften. Jetzt mal eine ganz kurze Frage in den Chat. Wer kennt die schon? Wer kennt Bildbeschriftungen automatisch? Gib gerne ein Plus oder ein Minus ein, dann sehen wir dann, wer es weiß und wer es nicht weiß. Ah, ihr kennt es. Wow, super. Dann brauche ich die gar nicht. Oh doch, ich muss sie doch. Die Hälfte kennt es nicht ungefähr. Jetzt kommen wieder mehr rein, die es kennen. Also ich glaube, die Hälfte ungefähr, wenn ich das so richtig sehe, kennt es nicht. Alles klar, okay. Dann zeige ich euch die ganz kurz. Manchmal muss man so Bilder auflisten für ein Projekt und muss die Dateinamen haben darunter. Dann könnte man jetzt so natürlich in die Verknüpfungspalette gehen und könnte sagen, okay, wie heißt das Ding jetzt hier? Das ist bei mir jetzt natürlich wahnsinnig schlau, weil die alle irgendwie gleich heißen. So. Oder man geht einfach her, markiert die alle. Oder einzeln kann man auch machen. Und dann sagt man einfach mit der rechten Maustaste Beschriftungen. Ich glaube, man kann das auch über Objekt oben machen. Und dann sage ich mal eine dynamische Beschriftung erstellen. So. Und dann habe ich nämlich Folgendes. Dann habe ich gleich, das untere zeige ich euch gleich das Problem. Ich habe gleich den Dateinamen. Ich habe sogar den Farbraum, den Pfad und so weiter. Also das, was ich halt da sehen möchte, habe ich in meiner dynamischen Beschriftung drin.
Jetzt seht ihr schon, das sieht nicht alles so ganz so cool aus. Ich zeige euch auch gleich das erste Problem, was also eigentlich in meinen Augen das einzige richtige, echte, wirkliche Problem mit Variablen ist genau dieses Problem hier. Das ist nämlich der Pfad. An dieser Stelle liegt diese Datei und an dieser Stelle liegt diese Datei. Das sieht jetzt nicht ganz so gut zum Lesen aus. Ich zeige euch gerade, was ich gemacht habe. Wenn ich jetzt hier reingehe und sage Beschriftungen und dann kann man die Beschriftungen einrichten. So. In der Beschriftung einrichten habe ich jetzt vorbereitet, halt den Chat mal aus, ich will den Namen sehen und habe da vorne dran einfach Name Doppelpunkt geschrieben, könnte ich jetzt auch weglassen. Den Farbraum will ich sehen, dann kann ich den Farbraum auswählen. Ich kann all diese Dinge hier auswählen in diesen Bildbeschriftungen. Was weiß ich, Profile, Größe, Status, PPI, Effektiv, was auch immer. Und ich kann den Pfad eingeben. So, jetzt ist der Pfad aber bei mir natürlich länger als jetzt, was weiß ich, das Feld Platz hat. Und ich kann dem Ganzen noch ein Absatzformat zuweisen, habe ich alles gemacht, sehr schön. So, ich würde jetzt mal den Pfad wieder rausnehmen, weil das sieht doof aus. Und dann muss man einfach die ganzen Dinger nochmal, ich glaube, aktualisieren, ne? Oder einfach, ich mache jetzt mal ganz die Schnellversion und erstelle das nochmal neu. Und dann habe ich den zweiten, also den Pfad halt nicht mehr drin. Das reicht mir jetzt in dem Fall. Okay. Das Problem bei den Variablen ist tatsächlich, dass das InDesign die Variablen als ein Zeichen sehen. Also wenn in diesem Rahmen Platz ist für dieses Zeichen, dann werden diese Variablen gestaucht. Und das seht ihr hier gerade. Und das ist einfach völlig bescheuert. Also wenn jetzt hier dieses Leben pur ein bisschen länger wäre, von mir aus bis hierhin gehen würde, würde das auch gestaucht werden. Und ich habe sozusagen eine Unterschneidung bis zur Unkenntlichkeit. Das lässt sich auch, nicht ändern. InDesign sieht jede Variable als ein Zeichen ohne Umbruch. Also für mich wäre es bei einem Pfad zum Beispiel total schlau, wenn er von mir aus nach der Festplatte oder nach irgendeinem Ordner halt einen Zeilenumbruch machen würde. Das macht er aber nicht. Oder sie. Ich weiß nicht, ob InDesign er oder sie ist. Also InDesign macht keinen Umbruch. Das heißt, wenn das länger ist als der zur Verfügung stehende Platz, wird es zusammengestaucht. Problem erkannt, InDesign hat dafür keine Lösung. Ich glaube, seit 2-3 Jahren wurde immer wieder darüber diskutiert, ja, wir müssten da und wir müssten das ganze Variablen-Ding mal aufbohren. Aber über dieses Mamüma, man müsste mal, ist noch keiner hinweggekommen bei den Adobe-Programmierern, glaube ich. Falls ich jetzt was erzähle, was nicht stimmt und irgendjemand da schon was Besseres weiß, nur her damit. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ich mich irren würde bei dem Thema. Ich gucke kurz in den Chat. Was ist der Unterschied zwischen dynamischen und statischen Beschriftungen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die dynamischen ändern sich, wenn sich in den Informationen irgendwas ändert, automatisch. Und statisch muss man halt immer wieder per Hand aktualisieren. Aber auch da glaube ich das nur und habe es noch nie ausprobiert, weil ich immer dynamisch nehme. Weil wenn sich hier irgendwas ändert im Farbraum, dann soll sich das automatisch ändern, dynamisch. Das ist korrekt, Heike. Dynamisch ändert sich, wenn sich das Bild ändert, man es aktualisiert, statisch nur on request. Also ich muss es aktiv anstoßen. Oh, genau, danke. Genau, da kommt noch was von einem Entwickler, aber da gucken wir später mit rein. Das haben wir dann nachher auf dem Schirm, ne? Genau. Also das ist auch eine Möglichkeit, mal Variablen zu nutzen. Das sind jetzt nicht die typischen Textvariablen, aber es ist auch irgendwas, was InDesign automatisch auslesen kann. Gut. Dann gehen wir mal auf den lebenden Kolumnentitel, aber jetzt wirklich. Ich zeige euch mal ein Dokument, das ist ein bisschen umfangreicher. Das ist ein Schulbuch-Dingsbums. Und hier, müssen wir mal kurz gucken, geht es hier um mein Lieblingsthema Mathematik oder sowas, glaube ich zumindest. Quadratische Gleichung. Weiß gar nicht. Also wir haben hier quadratische Gleichungen im Titel. Und wir greifen, das ist eine Musterseite, und wir greifen hier oben die lebenden Kolumnentitel auf. Ich springe ganz kurz, um das zu zeigen, nochmal in das Basisdokument, wo wir gerade angefangen haben. Hier soll sich sozusagen dieses quadratische Gleichungen in dem Dokument immer aus der ersten Überschrift ziehen. Aber auf der linken Seite, ich zoome das mal ein bisschen ran, quadratische Gleichungen und
statische Funktionen, das kommt aus der ersten Zwischenüberschrift oder aus der ersten Unterüberschrift, wo auch immer die jetzt sich versteckt hat. Ach, da oben noch wahrscheinlich. Ach, hier, die genau, hier oben die. Also von daher, wir holen uns aus unterschiedlichen Absatzformaten unterschiedliche Kolumnentitel. Dazu gehe ich mal ganz kurz nochmal in die Einführung und baue die mit euch mal nach. Ganz simpel. Hier seht, hier ist gerade was mir wehtut in den Augen. Wartet ganz kurz, das geht gar nicht. So, jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist mein Friede wieder gesichert. Also, wir haben hier ist es auch, wir haben hier mehrere Absatzformate. Ein Absatzformat, das ist die Überschrift 1. Dann haben wir eine Überschrift 2. Und wir wollen in der Kopfzeile hier oben immer nur die Überschrift 1 haben. Das heißt, ich möchte hier so lange Überschrift 1 Berlins drin haben, bis irgendwann eine andere Überschrift kommt und dann soll hier stehen, das mit dem Oslo. Okay? Also gucken wir uns das mal an. Ganz simpel. Ich gehe wieder auf die Musterseite, weil da muss ich halt hin, weil sonst muss ich es für jede Seite einzeln machen. Das ist natürlich Blödsinn. Ich gehe mal hier rein. Lösche das mal raus. Gehe auf Schrift und gehe wieder auf die Textvariablen, gehe wieder auf die Variable einfügen und sage mal lebender Kolumnentitel. Im Englischen heißt es Running Header. Und Running Header finde ich eigentlich fast ein bisschen schöner und schlüssiger. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, jetzt gehe ich da rein. Jetzt steht da lebender Kolumnentitel. Wenn ich jetzt da reingehe auf die Seite, steht da nichts. Habe ich einen Fehler gemacht oder was? Hier steht das noch mit der Kopfzeile. Okay, gehe ich da nochmal rein. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Gucken wir mal, wo der Fehler ist. Also nochmal da rein. Jump weg damit. Schrift. Füge auch hier den lebenden Kolumnentitel ein und sehe auch hier, da ist nichts. Gut, okay. Werde ich wohl noch mal ran müssen an diese Kolumnentitel. Und zwar, ich gehe gleich mal hier rein, hier auf die Seite, dann sehe ich es gleich, wenn da was passiert. Ich gehe wieder auf Schrift und bevor ich sowas hier eigentlich einfach einführe, sollte man es immer vorher definieren. So, also, das habe ich es hinterher gemacht, okay. Ich gehe also in den lebenden Kolumnentitel, sage bearbeiten und jetzt weiß InDesign gar nicht, was soll ich denn tun? Er sucht sich jetzt den lebenden Kolumnentitel aus, also er sucht im InDesign nach einem Absatzformat, aber er sucht standardmäßig nach einfacher Absatz. Wer meine Dokumente kennt, weiß, es gibt in meinem Dokument nicht ein einziges Fitzelchen Buchstabe mit dem Format einfacher Absatz. Aber es gibt auf jeden Fall, das weiß ich ja, die Überschrift 1. Also habe ich jetzt so benannt, weil das weiß ich jetzt nochmal zufälligerweise. Und ich will das erste auf der Seite anzeigen lassen. Ich könnte auch das letzte, wie beim Telefonbuch, rechts unten, aber jetzt nehme ich das erste auf der Seite und ich sage hier noch nichts weiter und sage nur, okay. Dann sage ich fertig. Und wer hätte das gedacht? Hier steht direkt überall Überschrift 1, Berlin. Bis Oslo kommt. Hier kommt Oslo. Seht ihr? Jetzt startet es mit Oslo weiter. Hier ist noch Berlin. Und da ist Oslo. Und jetzt kommt das nächste. Passt auf. Achtung, Achtung. Jetzt kommt Bern. Und ab hier kommt Bern. Und wenn ich jetzt hier noch Seiten einfüge zu Berlin oder zu Oslo, dann rutscht Bern einfach runter. Also diese Kopfzeile greift sich das automatisch aus dem Text. Genau. Das ist die einfache Variante. Jetzt gibt es die Variante für zwei Absatzformate. Vielleicht will ich auf der linken Seite immer die Stadt haben und auf der rechten immer den Text aus der Überschrift 2. Dann habe ich ein Problem mit meinem lebenden Kolumnentitel, weil der ja nur einmal vorhanden ist. Da muss ich definieren, sagen, in den lebenden Kolumnentitel und mache einen neuen. Ich mache eine neue Textvariable. Ich kann nämlich, ich brauche nicht nur die zu nutzen, ich kann auch ganz viele andere nutzen. Und das Einfache ist immer, ich nehme den, der schon besteht, mach neu und mach daraus sozusagen eine Kopie. Und sag jetzt lebende Kolumnentitel. Ich mache das jetzt absichtlich hier, schreibe das so ordentlich rein. Normalerweise schreibe ich da andere Sachen rein. Und dann mache ich Ü2 beispielsweise für Überschrift 2. Muss natürlich jetzt auch das Absatzformat Überschrift 2 auswählen, weil jetzt er das Absatzformat Überschrift 2 auslesen soll.
Dann sage ich okay. Fertig. Und muss jetzt hier natürlich auch das nochmal richtig einfügen. Einfügen. Und dann habe ich jetzt hier Ö2. Und wenn ich jetzt hier reinkomme, dann sehe ich Überschrift 2 Berlin, Überschrift 1 Berlin. Okay? Und wenn ich jetzt hier schreiben würde, was weiß ich, Hallo Berlin, dann macht der nichts. Zweites kleines Mistding von Adobe. Einmal kurz W klicken, also W für alles weg und W wäre alles wieder da. Und schon, also die Vorschau aktualisieren. Und dann kommt da Hallo Berlin und zwar so lange, bis wieder was kommt, weil hier sehen wir gerade, hier ist schönes Berlin jetzt drin. Und dann kommt hier rechts schönes Berlin. Und zwar so lange, bis dann noch was anderes kommt. Jetzt kommt natürlich hier schon wieder Oslo. Ja, also so funktionieren die lebenden Kolumnentitel, wenn man sie über Absatzformate abgreifen möchte. Klar, sind noch welche da oder sind schon alle gegangen? Sind alle noch da und hören gespannt zu, Heike. Alles klar. Das ist so irritierend, wenn man so in so eine Kiste spricht und irgendwie, ich habe mich noch nicht so richtig dran gewöhnen wollen. Alles ich klar. Kann immer noch Pling-Pling machen, wenn du möchtest, für jedes Feedback, was irgendwie reinkommt. Oder ein paar Raschelgeräusche einfügen. Genau, alles klar. Wenn die Chips-Tüte holen? Das ist gemein, wenn du jetzt Chips isst und ich darf die nicht dabei essen. Ich habe noch Erdnussflips, aber das ist, glaube ich, keine gute Kombi für Erdnussflips und Vortrag machen. Okay, also, aber danke fürs Dabeibleiben. Gut, das sind also die Variablen über die Absatzformate, über die lebenden Kolumnentitel, genau. Dann habe ich einen nächsten Punkt, jetzt muss ich kurz wieder auf meinen Dokumentendings gucken hier. Was habe ich denn jetzt hier? 5? 6, genau. Bei der 6 haben wir Folgendes, da darf ich mal ein ganz großes Dankeschön an unseren lieben Kollegen Klaas schicken, weil meine Templates immer so identisch aussehen, immer gleich, weil ich sehr viel für Magazine und Zeitschriften arbeite, hat mir Klaas mal was anderes geschickt, dass ich mal irgendwie was anderes sehen kann. So, also es sind Dokumente von ihm. Ich habe zu anonymisieren, dass man nicht genau sehen kann, was es ist. Und zwar ist folgendermaßen das Problem. Hier haben wir auch einen lebenden Kolumnentitel. Und zwar findet der sich hier unten. Der muss also nicht oben sein, ne? Deswegen ist dieses Wort Running Header jetzt schon wieder nicht so toll. Running Dingsbums vielleicht. So, dieses Teil, und ihr seht, die manchmal sind die so in kleinen, eckigen Linien so umfasst. Das sind immer die Variablen. Da hat also irgendjemand, in dem Fall wahrscheinlich der Klaas, in der Musterseite, ich denke mal, die Basis-In wird das sein, hier eine Variable über die Jahreszahl gemacht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo nimmt der sich die Jahreszahl her? Weil hier nirgendwo steht die Jahreszahl im Text. Das ist natürlich völlig bescheuert. Da muss man sich ja nur ein bisschen mehr ausdenken. Ach guck, hier im Text steht die Jahreszahl. Jetzt gucke ich hier rein, sehe das Absatzformat, T-Titel. Wenn ich aber jetzt diesen T-Titel nehmen würde und in diese Variable packen würde, dann habe ich folgendes Problem. Dann würde er natürlich, weil es ist ja eine technisch, er denkt ja nur 1 oder 0 und in dem Fall denkt er, aha, 1, das wäre jetzt Absatzformat T-Titel, dann packe ich das hier unten in die Jahreszahl rein. Das geht natürlich in dem Fall nicht. In dem Fall müssten wir uns mit einem Zeichenformat aushelfen. Also, das heißt, hier schreibt jemand die Jahreszahl rein. Ich schreibe jetzt mal, was weiß ich, was anderes rein. Guck mal kurz, ob das funktioniert hat. Und sehe, hier unten in den Jahreszahlen ist tatsächlich das Jahr auch geändert worden. Wie haben wir nun das gemacht? Oder wie hat das der Klaas gemacht? Und zwar hat er hier, jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Zeichenformate gehen. Ihr seht, im Absatzformat ist nichts drin sonst. Aber die Jahreszahl ist mit einem Zeichenformat Jahreszahl definiert, die wahrscheinlich nichts an Definition hat. Die ist komplett leer. Die übernimmt automatisch alles Aussehen vom Absatzformat. Also sie hat eigentlich wirklich nur die Funktion zu sagen, ich bin ein Zeichen, eine Jahreszahl. Und dann gehen wir in die Musterseite von der Basis in dem Fall. Klicken das mal hier nochmal kurz weg, damit wir da Ruhe. Ach, jetzt habe ich den. Siehst du, das ist doch ein Mist. So. Und dann gehen wir auf Schrift.
sagen, Textvariablen einfügen. Ach du lieber Himmel, da sind schon einige drin. Okay, wir sagen mal die Variable Jahreszahl und haben sofort wieder die Variable Jahreszahl hier drin. Aber warum kann der das jetzt machen? Weil er oder sie, in der Variable Jahreszahl, gehen wir mal auf die bearbeiten, schauen wir uns die mal an, hat nämlich der Klaas nicht auf den lebenden Kolumnentitel Absatzformat gemappt, gemappt. Also er zieht sich nicht das Absatzformat, sondern er zieht sich nur das Zeichenformat. Und hier müssen wir natürlich vorher wissen, welches Zeichenformat es ist. Ist natürlich schön benannt. Jahreszahl. Und dann das erste auf der. Und dann habt ihr im ganzen Dokument die Jahreszahl da drin. Das kann man in verschiedensten Art und Weisen nutzen. Genau. War das jetzt gerade wieder so ein Rascheln, was mir zeigen soll, dass noch jemand da ist, oder? Raschel. Alles klar, sehr gut. Also das wäre jetzt die Variante mit dem Zeichenformat. Das ist jetzt eine einfache Variante. Es gibt aber noch eine durchaus praktischere Variante. Also sie sind alle praktisch, die Sachen. Ich muss nur die 6b suchen. Guck mal, wie schön ich das benamselt habe. Hier gibt es zum Beispiel so eine Sache, da läuft das Ganze auch über Zeichenformate. Mal kurz gucken. Bildarchiv noch nicht. Gucken wir mal hier weiter. Hier ist zum Beispiel einmal die Autorin oder der Autor, je nachdem, und der Titel zur Einführung. Hier wurde vermutlich auch wieder das Absatz vom Zeichenformat zugewiesen. Und hier wurde wahrscheinlich auch was eingefügt. Und in der Variable wurden diese beiden Dinge oben eingefügt mit Zeichenformat gemappt, nicht auf Absatzformat gemappt. Der Vorteil dabei ist, dass manchmal sind die Titel ziemlich lang. Wartet mal, ich gucke mal kurz jetzt. Vielleicht müssen wir ganz kurz mal überlegen, wo das sein könnte. Hier, zum Beispiel hier im Club der 100.000. Ja? Jetzt ist das vielleicht zu lang. Ich will das gar nicht so lang haben. Dann könnte ich auch sagen, nicht im Club der 100.000, weil wahrscheinlich ist ein Zeichenformat zugewiesen. Genau. Sondern ich sage nur der 100.000. Also ich will nur die 100.000 als Titel oben drin haben, mit dem Zeichenformat. Und dann sehe ich auch hier gleich in der Variable nur die 100.000. Und ihr seht hier schon, da ist ein Leerzeichen drin. Habe ich nicht ordentlich gearbeitet? Da muss man natürlich dem Leerzeichen auch noch das Zeichenformat wegnehmen. Dass wirklich erst die 100.000 markiert sind. So kann man aus langen Überschriften trotzdem schlaue, griffige Kopfzeilen machen. Oder Fußzeilen, je nachdem, wie ihr das wollt. Ihr seht jetzt, es ist einfach ein bisschen besser. Okay? Ihr seht übrigens hier auch, dass der Autor sich schon wieder geändert hat. Weil hier wurde natürlich ein anderer Autor genommen. Und so weiter. Da gucken wir nochmal ganz kurz in die Variable rein. Einfach das, was wir da auch nochmal sehen. Dazu wäre es gut zu wissen, ich glaube, das ist der hier. Bearbeiten. Und hier auch wieder wurde sich auf das Zeichenformat berufen. Head, Titel, Zeichenformat und so weiter. Okay. Jetzt habe ich Folgendes. Ich hoffe, ihr könnt, macht mal ganz kurz ein Plus oder Minus, ob überhaupt soweit das für euch okay ist. Okay. Sieht erstmal gut aus. Okay. Plus bis Doppelplus ist verfügbar. Ist schon. Also, das sieht auch mal schon toll aus. Sehr gut. Das ist auch immer so ein Aktivierungsding, dass die sich wenigstens mal ganz kurz melden, nicht, dass sie eingeschlafen sind. Gut, dann gucken wir mal weiter in das Fenster 06. Nach 06 kommt ja eigentlich die 07. Genau. Ich habe jetzt hier ein Dokument. Nicht erschrecken lassen, diese Rahmen haben jetzt alle farbige Rahmen. Das ist, weil das mit XML verteckt wird, das ist eigentlich irrelevant jetzt für euch. Vielleicht können wir es kurz wegnehmen. Kann man das hier einfach löschen? Ja, na, hier, up, weg. Löschen. Dann sind die Rahmen weg, ist auch doof. Hm?
So ist besser. Okay, egal. Du kannst unter also, Ansicht die Hervorhebung ausschalten. Ja, aber dann sind die Rahmen auch nicht mehr zu sehen. Das ist alles leere Rahmen. Ja, egal. Den Rahmenkanten noch hast du zu sehen. Egal. Egal, stimmt, hast du natürlich recht. Egal. Also, was wir hier Folgendes haben. Wir haben hier ein Dokument, ein Template. Das ist jetzt ein sehr komplexes Template, was ich für ein Magazin gemacht habe. Und da ist es so, dass die ganzen Kopfzeilen nicht im Text vorkommen, sondern das sind so eine Art Rubriken oder Schlagwörter, die ihr vielleicht aus anderen Heften kennt. Ich glaube, ich habe auch irgendwo ein PDF offen. Da zum Beispiel, wartet mal. Hier habt ihr so Rubriken wie Leserbriefe oder Pro und Contra. Das kommt nirgendwo im Text vor, aber ich will nicht für jede Seite eine separate Musterseite anlegen, sondern das kommt dann über eine Variable eingeflossen. Ich zeige euch ganz kurz nochmal hier. Hier haben wir zum Beispiel sowas, Praxis und iOS ausreizen. Oder Test iPhone SE, ist schon ein bisschen älteres Heft jetzt. Test iPod Pro. Das eine wäre die Rubrik in dem Fall, also so nennt die Redaktion das. Und das andere wäre sozusagen das Schlagwort, worum es denn darum geht. Ja? Wie mache ich das im InDesign? Es ist so, ich habe hier rechts, und wenn ich rechts sage, meine ich eigentlich links, wie ihr seht. Ich habe links einen Textrahmen, wo über die Datenbank ausgelesen wird, welche Schlagwörter reinkommen, welche Rubriken reinkommen, welche Ausgabe reinkommt, welches Datum und so weiter und so fort. Ja, das wird in einen Rahmen platziert, der nicht gedruckt wird. Der kommt also nicht mit in die Druckseite rein. Dieser Rahmen liegt irgendwo auf der Montagefläche. Der liegt nicht ganz irgendwo, aber der liegt da auf der Montagefläche und das wird sozusagen befüllt. Und dann werden die einzelnen Kopfzeilen damit befüllt. Und hier sehe ich ein wunderschönes Schalkwörtchen. Gucken wir doch gleich mal rein. Ich habe nämlich hier tatsächlich ein Schalkwörtchen reingeschrieben. Da könnten wir ja das mal richtig schreiben. Und schon ist es auch hier geändert. Ihr seht, diese Rahmen werden außerhalb der Seite platziert und alle Elemente sind sozusagen dann ausgefüllt über die Variablen. Jetzt ist ein einziger Punkt dabei wichtig und das ist wirklich der allereinzigste. Der Rainer wird mich jetzt killen, wenn er dabei wäre. Ist er aber nicht. Deswegen darf ich allereinzigste einmal sagen. Worauf wir achten müssen, ist, dass dieser Rahmen die Seite in irgendeiner Art und Weise berührt. Tut sie das nämlich nicht, gibt es keine Variablen, weil diese lebende Kolumnentitelfunktion guckt natürlich nur, was ist auf den Seiten. Aber wenn der Rahmen hier irgendwo im Leeren steht, ist ja nichts auf der Seite. Also muss er irgendwo die Seite so leicht berühren und immer wieder auf W klicken kurz und wieder W, damit sich diese Vorschau sozusagen refresht oder so. Und diese Seite, also diesen Rahmen habe ich so definiert, dass der zwar die Seite berührt, aber einen inneren Versatz hat, dass auf keinen Fall der Text da reinrutschen würde. Der Rahmen muss die Seite berühren und dann kann der das auslesen. Genau. Hier unten, das ist soweit, glaube ich, klar. Hier lese ich einfach die 2002X aus, also das Ausgabejahr und die Heftnummer. Das habe ich ja da oben reingeschrieben. Oder die Datenbank hat das reingeschrieben. Das ist jetzt egal, wer das reinschreibt. So. Und die Heftnummer kann auch, was weiß ich, 123 sein, wenn es dann von der CT 123 Ausgaben gibt. Vermutlich nicht, weil normalerweise das Jahr nur 53 Wochen hat. So, und dann gibt es aber hier, und das will ich euch nochmal kurz zeigen, nochmal so einen kleinen Hinweis, weil was passiert denn? Ihr seht hier sind Kommen. Oder was auch immer drin. Gucken wir uns das mal ganz kurz im Musterdokument an. Ich sehe hier Schlagwort 4, Schlagwort 3, Schlagwort 2 und dazwischen ist immer ein Komma. Was würde denn passieren, wenn ich in der Seite, beispielsweise hier, ein Schlagwort 4 habe? Dann würde er automatisch das letzte Komma löschen. Also gucken wir uns das mal an, wie ich das gelöst habe.
Ich gehe auf die Basis. Hier nicht erschrecken lassen, da sind einige Musterseiten. Ich habe jetzt nur ein paar rausgeschmissen, damit es ein bisschen einfacher für euch ist. Also damit es auch für mich zum Erklären einfacher ist. Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe zuallererst den allerbesten Tipp, den mir der Rainer, einen super Tipp, den mir mein lieber Kollege Rainer gegeben hat. Zuallererst mal habe ich allen Variablen, die ich selber angelegt habe, ein Sternchen vorne dran gegeben. Weil nämlich hier werden die Dinger sortiert nach, was weiß ich, nach Name und so weiter. Ach, hier könnt ihr sehen, ich habe aus dem englischen Dokument das rausgeholt, genau. Also ich habe die erstmal selber angelegt und alle, die jetzt ein Sternchen haben, rutschen nach oben. Und die, die von InDesign automatisch kommen, sind jetzt da unten gewesen. Oder die, die ich nicht mehr brauche. Also er sortiert nach Sternchen und dann nach Alphabet. Was habe ich gemacht? Ich habe die Rubrik, die ist ganz klar. Rubrik habe ich, gucken wir uns ganz kurz an. Rubrik, sucht er sich Zeichenformat, in dem Fall nicht Absatzformat, sondern Zeichenformat, Metadaten, Rubrik aus. Habe ich da vorne zugewiesen. Schlagwort 1 sieht auch noch ganz einfach aus. Wobei das nur Schlagwort heißt. Metadaten, Zeichenformat, alles tipptopp in Ordnung. Beim Schlagwort 2, also es gibt Seiten, die nur ein Schlagwort haben. Dann brauche ich das Komma schon nicht. Aber ich kann das Komma hier nicht eintippen in den Textrahmen, weil dann habe ich das Komma immer dabei. Also habe ich mir das Schlagwort 2 genommen und habe gesagt, wenn Schlagwort 2 überhaupt kommt, dann macht den Text davor Komma und Leerzeichen. Also das Schlagwortergebnis sieht dann so aus, Komma, Leerzeichen und dann halt das zweite Schlagwort. Das gleiche habe ich beim dritten Schlagwort gemacht und beim vierten selbstverständlich auch. So. Hat den Vorteil, habe ich ein Schlagwort, habe ich kein Komma, habe ich zwei Schlagwörter, habe ich ein Komma dazwischen und dieses Komma sozusagen kommt schon aus dem Schlagwörtchen 3 und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist jetzt klar gewesen. Jetzt muss ich ganz kurz in den Chat gucken. Hat es irgendjemand verstanden, was ich gesagt habe? Das erste Plus ist schon reingerutscht. Yes, ja. Also, scheint angekommen zu sein. Ja, super. Wenn nicht, es gibt vielleicht eine Aufzeichnung. Klasse, hast du aufgezeichnet? Ja. Ja, zeichnet immer noch auf. Würde das auch funktionieren, wenn die Interpunktion am Ende gelöscht wird? Das ist eine gute Frage. Interpunktion löschen bezieht sich wirklich auf den reinen Text. Also das ist letztendlich eine Suchfunktion, die da, also das Präfix oder Suffix in der Variable hat nichts damit zu tun, ob ich hier einen Punkt oder keinen Punkt eingebe. Du meinst das jetzt, gibt hier, diesen, genau. So habe ich das verstanden. Jetzt hier die Interpunktion. Und das kann man ja in der Variable sagen, dass die gelöscht wird. Genau. Und dann müssten wir halt die Variable kurz anschauen. Warte, wir machen das ein bisschen groß, dann sehen wir es auch ein bisschen besser. So. Jetzt sehen wir ja schon mal die Interpunktion, diesen Punkt. Das Komma kommt ja vom Schlagwörtchen 2, ja? Und dann gucken wir mal, Textvariablen definieren, Schlagwort 1, bearbeiten. Und dann können wir die Interpunktion löschen am Ende. Hier ist der Vorschau-Knopf nicht da. Das nervt mich natürlich schon wieder. Guck, hat überhaupt nichts mit dem Komma zu tun. Also wenn ich sage Interpunktion löschen am Ende des Satzes, dann löscht er die halt. Aber in dem Fall, in meinem Fall brauche ich das auch gar nicht. Okay. Die Frage hat damit jetzt nicht wirklich was zu tun, aber mal wenigstens einmal getestet. Auch nicht schlecht. So, soweit erstmal das dazu. Dann habe ich noch eine andere Sache, die zeige ich euch gleich dabei, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde. Wahrscheinlich finde nur ich das wichtig in meiner Arbeit, aber vielleicht der ein oder andere versucht ja auch ordentlich zu arbeiten und dann ist das ganz schlau. Wenn ich Templates anlege, baue ich mir immer Versionen. Ich zeige das ganz kurz in einem Telefonbuch. Nee. Ich zeige euch das kurz in einem Beispiel. Wenn ich Templates baue, dann nummeriere ich die einfach hoch, mache immer Kopien davon und arbeite dann weiter in den neuen Dokumenten, in den Templates. Ja? Die werden dann einfach hoch nummeriert. Jetzt sagt der Kunde zu mir, in den Templates, die du mir geschickt hast, ist das Absatzformat bold, leider nicht bold, sondern was weiß ich, semi-bold. Dann sage ich, gucke ich in mein Dokument ins letzte und sage, nee, bei mir ist es bold. Und dann sagen wir, weiß keiner von uns, mit welchem Template sie eigentlich arbeiten. Außer wir gucken in unseren Infobereich und gucken auf die Template-Version. Template-Version
102. Wir haben gerade umgestellt von CC 2019, glaube ich. Deswegen haben wir das jetzt immer noch umbenannt, dass wir auch bloß in der richtigen InDesign-Version arbeiten. Also, wie mache ich das? Man könnte da jetzt einfach einen Textrahmen reinmachen in das Basisformat, in die Basismusterseite. Könnte man das einfach jeweils reinschreiben. Wir haben uns dafür entschieden, hier oben eine separate Variable einzufügen, die da heißt Template-Version. Genau. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, das liest überhaupt nichts aus dem Dokument. Da schreibe ich einfach einen benutzerdefinierten Text rein und schreibe einfach die 102 rein. Und wenn ich nächstes Mal den Ordner kopiere und neue Templates mache oder eine neue Version mache, schreibe ich da die 103 rein. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum tut sie das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Dann kann ich das ja auch ins Muster reinschreiben. Ja, könnte ich, aber mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich meine gesamten Templates, und das wäre jetzt aber eine ganz andere Geschichte, meine gesamten Templates in einem Buch zusammenfasse und alle Absatzformate jeweils synchron halt in allen Templates, in allen so Dokumenten. Also die CT hat so und so viel Einzelseitenvorlagen und die synchronisiere ich über das Buch und in der Buchfunktion. Pass auf, und jetzt kann ich, glaube ich, wenn ich das doppelklicke, okay, ich synchronisiere das jetzt nicht, weil die Dokumente alle in der 2021 erstellt wurden und ich habe jetzt keine Lust, alles zu umzuwandeln. Man kann aber in der Buchfunktion beim Synchronisieren auch die Textvariablen mit synchronisieren. Und dann sind in allen Dokumenten ist halt diese neue Version, die neue Variable mit synchron und alle Dokumente haben die identische Nummer. Das heißt, alle, die mit meinen Templates arbeiten, wissen zu jeder Zeit, mit welcher Version sie gerade arbeiten. Weil manchmal ist es nicht so schlau, die Musterseiten zu synchronisieren. Und die wären ja so, die Änderung wäre ja nur hier. Und dann synchronisiere ich halt nur die Textvariablen. Nur so als kleines Nebenbei. Ich sag mal nicht speichern, weil sonst komme ich mit meinem Projekt durcheinander da mit dem Heft. Genau. So, ich guck mal ganz kurz, ob da eine Frage kommt, die mich kurz durchatmen lässt. Oh, ja, Herr Neumann. Ei, Sir. Werde ich künftig nicht mehr reinschreiben. CC gibt es nicht mehr. Wobei, ich habe gesehen, da gibt es sogar Leute, die mit CS6 noch arbeiten. Also, aber du hast natürlich völlig recht. InDesign, CC, heißt es nicht mehr CC? Echt nicht? Oh, nee, warte mal. Seit der Version 2021 wurde das CC-Präfix weggelassen. Auch, siehst du, oben in deinem Fenster steht nur noch 22, nicht mehr CC 22. Aber das Gute ist ja, dass ich ja hier über die 21 noch spreche. Auch in, oder? Der 21 gab es das Präfix nicht mehr. 20 ist, glaube ich, die letzte Version gewesen. Scheiße. Alles klar, gut, wieder was gelernt. CC heißt das natürlich nicht mehr. Das ist auch cool, dann kann ich dem Kunden gleich sagen, ich werde alle Templates einmal anfassen müssen, alle 500. Gibt dann gleich nochmal ein Stündchen Arbeit. Gut. Hoffentlich guckt er gerade nicht zu, der Kunde. Folgendes Problem haben wir jetzt bei Nummerierungen zum Beispiel. Also wir haben jetzt hier, ihr habt mittlerweile verstanden, wie das Ding funktioniert. Ihr habt hier oben, will der Kunde aus Überschrift 1, 2 und 3, ich zeige das ganz kurz. Hier haben wir Kopfzeile 1, 2 und 3, also mit einer Nummerierung, zwei Nummerierungen, drei Nummerierungen, haben wir hier drei verschiedene Variablen angelegt. Die erste bezieht sich auf das Format 01 Titel 1, das zweite auf 11 und das dritte 111. Okay, gucken wir uns das ganz kurz an. Also hier haben wir Beispiel Literaturverzeichnis. Wenn ich das jetzt ändere und schreibe Hallo Berlin, dann ändert sich hier oben Hallo Berlin. Ein Titel zweiter Ordnung, der findet sich jetzt hier irgendwo gerade nicht. Wo ist der denn hin? Warum findet er sich nicht? Ach hier, erster Ordnung. Ne? Das wäre viertens, das wäre 4.1. Ich habe jetzt auf der falschen Seite geklickt, Entschuldigung. Das wäre die zweite Ordnung.
Hallo Nummer 2. So. Kurz auf W klicken. Und die dritte Ordnung wäre das 411. Und hier würden wir noch die dritte Ebene nehmen. Und schon hätten wir einen Fehler, weil ich natürlich hier unten das hätte reinschreiben müssen und nicht da oben. So. Seht ihr schon, ja? Funktioniert tipptopp. Hab einfach auf den Musterseiten das so eingetragen, die Variablen. Wunderbar. Ein Problem habe ich nur. So wie wir sehen, habe ich hier eine Nummerierung. Warte mal, ich gehe mal nochmal hier rein. Ich mache nochmal kurz alles auf Z. So. Also ich habe hier viertens 4.1, 4.2. Er zählt also automatisch durch. Ja. Und InDesign ist nicht in der Lage, die Nummerierung hier oben zu übernehmen. Weil für InDesign ist nur das wirklicher Text, den er da oben abbilden kann. Dass da oben diese 4 ist sozusagen so ein Automatismus, den er über die Variable nicht abbilden kann. Das ist eins dieser Probleme, die ich mit den Variablen habe, wenn ich hier oben Ziffern anbieten will. Das geht so nicht. Vielleicht hat ja jemand anders eine Lösung, die nicht heißt, da gibt es Skripte für. Jemand eine Lösung? Oh, ihr könnt jetzt eure Lösungen da reintippen. Genau, außer einen Text umwandeln, genau. Genau, Jörn, das wäre jetzt die einzige Variante, dass man, warum keine Skripte, natürlich kann man Skripte immer lösen, nutzen. Ich finde es aber für eine InDesign User Group immer erstmal gut zu gucken, was kann InDesign von Hause aus. Skripte gehen immer und ich arbeite sehr, sehr viel mit Skripten. Das ist auch nicht, also man muss die auch nutzen, gar keine Frage. Aber ich wollte einfach darauf hinweisen, dass das, hi, Kai, gefragt, ja, dass das halt tatsächlich nicht möglich ist. Also InDesign out of the box kann die Nummerierung nicht da hochnehmen. Und ja, man kann die Variablen in Text umwandeln. Das habe ich hier schon gelesen bei Jörn. Das ist ganz einfach, indem man einfach dann sagt, Schrift, Textvariablen, also natürlich muss man sie vorher markiert haben, Variablen in Text umwandeln. In dem Fall müsste ich sie von der Musterseite lösen und dann könnte ich sie und dann könnte ich sie auch markieren. Ich glaube, ich bin jetzt komplett falsch. In Text konvertieren. Und dann muss ich aber trotzdem noch das 4 davor schreiben oder 411. Also das ist nicht die richtige Lösung. Aber man kann natürlich Textvariablen von der Funktion Textvariable lösen. Aber wenn ich jetzt hier was anderes eintrage zum Beispiel, hier gehen wir jetzt die dritte Ordnung. Das wäre jetzt der hier. Und ich ändere jetzt hier irgendetwas. So. Dann ist dem das da oben aber sowas von egal. Weil der ist ja jetzt gelöst. Ne? Also das kann man schon mal machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt komplett fertig mit allem und jetzt will ich die Nummerierung nachträglich einfügen. Das ist jetzt für mich die einfachere Arbeit, als ein Skript schreiben zu lassen, weil ich habe diesen Jahresbericht nur einmal im Jahr und diese 10 Minuten Nummern da eintragen, das kriege ich hin. Dann kann man das natürlich machen. Aber ansonsten ist die Funktion über Variable zu nutzen, die dann auszuhebeln, irgendwie keine so eine coole Idee, finde ich. Außer ihr habt noch eine andere Idee. Man kann es mit Skripten lösen. Das habe ich auch schon mit dem Skript von Gregor Fallens gemacht. Für meine Projekte ist es meistens nicht ganz so cool, weil wir eben, wie in diesem anderen Dokument, was ich euch gezeigt habe, diese Felder immer wieder neu befüllen lassen durch die Datenbank. Und dann hat er halt einfach die Verknüpfung verloren. Das wäre schade drum. Finde ich schade drum. Genau. Hier war noch eine Sache, die wollte ich ganz kurz aufgreifen. Warum machst du das Komma, ich denke mal, das Komma heißt hier Nummer, nicht da, wo du gerade den Punkt gemacht hast? Ah, ganz einfach, weil diese Daten aus der Rubrikdatenbank kommen. Ich tippe das nicht per Hand ein. Das kommt aus der Datenbank und die Datenbank weiß, wenn ich einen Artikel da platzieren will,
ist das mit dem Schlagwort, was weiß ich, iPhone. Das wurde vorher mit dem Schlagwort iPhone versehen in der Datenbank. Und in der Datenbank steht ja nicht iPhone, Komma. Hier steht eine schöne Rubrik, hier würde zum Beispiel Test stehen. So. Und dann kommt ja aus der Datenbank nur der Punkt iPhone und nicht iPhone, Komma. Ne? Und ich fand das die eleganteste Lösung, weil dann braucht hier keiner reingehen, braucht hier nicht noch ein Komma tippen und so weiter. Wir gehen ja hier davon aus, dass wir so automatisch wie möglich arbeiten. Ich glaube, Katja, das war das, was deine Frage war. Ich hoffe, oder ich habe irgendwas beantwortet, was vielleicht gar nicht eine Frage ist. Genau. Text umwandeln. Warum keine Skripte schön wäre? Okay. Genau. Das kann man machen. Man kann dann hier ein Absatzformat anlegen. Warte, jetzt bin ich wieder in dem anderen Dokument. Ich gehe mal ganz kurz rein. Ich muss doch mal ab und zu selber in den Chat reingucken. Man könnte natürlich jetzt diesem Absatzformat auch eine Nummerierung geben. Also erstens, zweitens, drittens. Funktioniert aber nicht immer, weil das ja nicht sauber durchnummeriert mit dem. Es kann ja sein, dass hier 4 oder 5 verschiedene Sachen auf der gleichen Seite sind. Und dann habe ich hier 421 oder 423 oder was auch immer. Und dann nummerieren die sich nicht automatisch mit. Also das ist auch tricky, das geht nicht, funktioniert nicht immer. Genau. Wie definiert man die Variable Länge der senkrechten Linie links und rechts neben der lebenden Kolumnentitel? Diese Linie hier. MacRobert fragt, diese Linie hier, die würde ich jetzt, also tatsächlich ist das schon ein älteres Template, das ist jetzt einfach eine, oh Gott, das ist mir fast ein bisschen peinlich, das ist einfach eine Linie. Aber ich würde das, glaube ich, in diesem Absatzformat formatieren, da habe ich wahrscheinlich ein Format, ich hoffe, ich darf ein bisschen ausholen. Klar, du sagst einfach, wenn es nicht mehr, wenn es gar nicht geht. Ich würde jetzt bei der Kopfzeile wahrscheinlich. Darf ich holen? Ich nehme mal jetzt die Linie kurz weg, damit ich das sehe, was ich mache. Ich würde wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich würde ich hier erstmal eine Kopfzeilenkopie machen. Sicher ist sicher, nicht, dass ich mir mein Zeug versauer. Und dann würde ich die Vorschau anklicken. Und dann würde ich, glaube ich, einen Absatzrahmen machen. Einen Rahmen umsetzen. Der sieht natürlich jetzt erstmal nicht ganz so hübsch aus, wie man sieht. Würde dem erstmal 0 sagen allen und links würde ich dem einen Punkt geben oder 0,5 ist jetzt egal und von mir aus Pantone, weil das irgendwie Pantone war. Und dann würde ich dem sagen, links, was weiß ich, so. Und jetzt ist die Frage, vermutlich würde ich den so hochsetzen, dass der bis in den Anschnitt geht. Und dann habe ich wahrscheinlich hier unten noch, weil ich ja so eine kleine, wie sagt man dem? Ich sag's lieber nicht. Ich würde es wahrscheinlich hier unten so auf minus 0,7 machen oder so. So. Und wenn das jetzt hier oben weg wäre, die Zeile. Achso, ist natürlich jetzt oben unten ausgerechnet, ist natürlich doof. Ich möchte es oben ausrichten lassen. Und dann rutscht es sozusagen mit runter. Das darf man natürlich nicht zu lang machen, weil sonst, ich brauche halt hier oben noch genug Platz für hier oben. So würde ich das, glaube ich, machen, dass das mit runterrutscht. Aber dieses Template war tatsächlich mit einer ganz normalen Puppel, einfachen Linie. Ich muss auch dazu sagen, dass ich natürlich in ganz vielen Sachen, wartet mal, in ganz vielen Sachen habe ich ganz viel Spaß an totaler Automatisation. Aber wenn ich dann merke, dass mit diesen Projekten auch Kunden arbeiten müssen, die das pflegen müssen, dann ist es manchmal einfacher, die einfache Variante wieder zu nutzen, dass wirklich eine Linie ist, die von mir aus festgelockt, wie heißt das? Fixiert wird, also mit Apfel L hier. Wie heißt denn die Funktion in echt? Dieses hier Objekt, sperren, Apfel L, genau. Also da würde ich das so machen. Genau. Hier ist noch eine andere Frage gewesen von einer Kundin, die wollte ja eigentlich automatisch 1, 2, 3, 4, 5 haben, bis zur 12, glaube ich, aufgrund der Nummerierungen. Und das haben wir auch nicht hinbekommen, weil die halt die Nummerierungen nicht übernommen hat.
Da habe ich dann tatsächlich erst ganz lange überlegt und am Ende war die einfachste Variante tatsächlich, die Musterseiten zu duplizieren und einfach jeweils ein Feld grau einzufärben oder hellblau. Und dann hat sie sich halt die Kapitel jeweils runtergezogen. Das war ein bisschen die einfachere Variante. Genau. So, jetzt gucken wir mal weiter, was habe ich denn noch in meinem Kistchen hier drin? Ich glaube, bei der 8 bin ich durch. Eine Sache wollte ich euch, nee, es geht einfach nicht, genau. Das, was ich meinte mit diesen Zeichen, dass die zu lang sind. Bei den Bildbeschriftungen. Da gibt es halt einfach keine Lösung für. Außer, dass man hier das dann löst, sozusagen die Variable, und dann den Text halt einfach hat und weiß ich, ein kleineres Absatzformat zuweist oder so. So, nicht die Variable umwandeln, sondern die Überschrift auf der Seite. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst, Hanno. Also du würdest sozusagen in diesem Dokument hier sagen, so, warte, ich mache mal ganz kurz nochmal Apfelzeit hier einfach alles, damit ich noch das richtige Dokument habe. Nee, ich mache das anders. Die 08 ist das, nicht speichern. Und ich öffne das einfach nochmal. Genau. So. Also du meintest, Hanno, dass ich jetzt hier die Variable lasse, aber dass ich hier aus der Nummerierung, wo sind die Nummerierungen, Aufzählung, Nummerierung, Nummerierung in Text konvertieren. Dann habe ich keine richtige Nummerierung mehr. Und dann habe ich hier oben die 4, das ist richtig, das ist möglich. Das kannst du aber erst, hallo Heike, das kannst du erst machen dann ganz am Ende, wenn du mit dem Umbruch durch bist. Und du musst es natürlich für alle Überschriftenebenen gleichzeitig machen. Also musst du im Prinzip den gesamten Text markieren. Oder du kannst es, glaube ich, über ein Skript oder kannst du über das Absatzformat steuern, dass du die dann zum Schluss umwandelst. Ja, weil sonst geht dann eine automatische Nummerierung, ist verloren gegangen und dann musst du es von Hand machen. Ganz genau. Wichtig an der Stelle, von unten nach oben auflösen. Erst 4-1-1, dann 4-1, dann 4, weil sonst wird alles durch den Wolf gedreht. Ja, ja, oder den gesamten Text markieren und dann den Absatzformaten sagen. Ich glaube, du kannst das Absatzformat mäßig steuern, dass welche geändert werden sollen oder nicht. Kann aber auch sein, dass das ein Skript ist. Das kann gut sein. Ich überlege gerade, ob man das hier suchen könnte. Kann man hier irgendwie ersetzen durch, kann man nicht Nummerierung aufheben? Nee, kannst du nicht machen. Das ist nur über die Absatzformatpalette möglich. Über das Flyout-Menü, glaube ich, geht es. Also mir tut es genau. Ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin, weil ich ganz oft Content mehrfach verwende und dann stehe ich am Ende da mit einem völlig, das ist so ein bisschen wie Schrift und Pfade umwandeln. Das geht dann einfach nicht mehr zurück. Ja, ja, ist eine Einbahnstraße. Ja. Aber genau, aber technisch, das ist ein guter Tipp, das ist eine gute Idee. Das könnte man jetzt in dem Fall machen. Ich würde wahrscheinlich jetzt bei diesem Kunden oder bei der Kundin, die ich da jetzt hatte, das sind so Sammelblätter, die haben sozusagen immer wieder neue Blätter dazugepackt und schicken den Leuten nur die Blätter zu und die haben so einen Ordner, wo sie sich den jeweils reinheften müssen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, bevor du das umwandelst, mach dir bitte immer eine Kopie, wandel die Kopie um, druck das aus und arbeite künftig in dem Original wieder weiter. So, dafür ist das eine Möglichkeit, genau. Genau. Wunderbar, danke aber für den Hinweis, super. Umfrage, IDUC Buch ist okay, egal. Danke, danke, Hanno, du hast recht. Problem mit zwei Textvariablen, lebenden. Moment, Ingo Schwan schreibt: Problem mit zwei Textvariablen, lebenden Kolumnentitel und Kapitelnummer. Es gibt eine Variable Kapitelnummer. Also, was ich mir darunter. Ja, das also, gibt es. Genau, also das Problem, was ich vermutet habe dahinter, ist, dass man zwei hat, aber die eine mal gebraucht wird und mal nicht gebraucht wird. Also dieses Konditionale, ich möchte gern drei Variablen in der Kopfzeile haben, aber immer nur eine soll angezeigt werden. So ja. Habe ich es verstanden. Okay. Und es funktioniert in der Tat nicht und es gibt auch keinen geilen Trick dafür. Ach, scheiße. Also zumindest keinen, den ich kenne. Also das ist vergleichbar mit dieser, was wir im Vorfeld mal besprochen haben, dieser ausgestanzten bunten Ecken an der Seite.
Ja, wo ich dann so erstens, drittens, viertens und so weiter habe. Und das soll automatisch, denn wenn ich jetzt ein neues Kapitel anfange, soll automatisch die rosa Nummer auf einmal ein bisschen weiter nach unten rutschen und statt einer 1 eine 2 sein, was ja auch so in der Form nicht geht. Genau. Also du meinst jetzt hier diese Sachen, ne, die wir jetzt hier hatten in den, halt, machen wir ein bisschen kleiner machen hier. Genau. Die Dinge. Genau. Also manchmal ist es dann einfacher, schnell diese 12 Dinger zu machen, als dass man da irgendwie bei einer Variable sich kämpft. Muss ich ganz klar sagen. Genau. Also ich hatte mal einen Fall, wo ich das mal ganz übel hingebaut habe mit so einem Barchart-Font oder ähnliches mehr. Das waren aber 27 Hex und es hat sich nicht als sinnvoll herausgestellt. Das, was das Hauptproblem an der Stelle ist, warum sowas alles nicht geht, ist, Variablen sind ein Zeichen und damit kann man darauf auch keine Suche starten, keine Grabs laufen lassen oder ähnliches mehr. Ganz genau. Ganz genau. Genau, dann haben wir hier noch ein Problem gelöst. Sehr schön, freut mich. Themenumfrage, Klaas, hatten wir nicht mal mit der Bridge, hä? Hatten wir das nicht mal mit der Bridge? Heike, das war ich gewesen. Ja, ja. Ich kann mich erinnern, ganz vage, das ist aber viele, viele Jahre her noch bei Leserlein. Entweder warst du das oder Stefan oder ein toller Vortragende. Da wurde uns vorgetragen, wie wir in der Adobe Bridge die Bildunterschriften eintragen. Okay. Und dann hatten wir unter dem Bild hatten wir einen Textrahmen. Und ich glaube, das war auch eine Variable. Und da wurde dann sozusagen die Bildunterschrift, die wir an den Metadaten des Bildes eingetragen hatten, die wurde dann ausgelesen. Und soweit ich mich erinnern kann, funktionierte das auch mehrzeilig. Bin mir nicht sicher. Das kann gut sein, aber ich glaube, das ist mal nur einmalig. Also es ist eine statische Bildunterschrift. Also dann ist das sozusagen nicht als Variable dargestellt worden, sondern tatsächlich als Text wurde einmal ausgelesen, reinkopiert und dann... Aber von selbst. Also ich konnte dann... Da war so ein Menü wie bei den Textvariablen, da konnte ich dann also auswählen, welche XIF, also XIF-Daten, wie man dazu sagt, glaube ich, ne? Welche dieser XIF-Daten ich auslesen will und will die als Bildunterschrift haben. Bei diesen Sachen geht es auch wunderbar und die Bridge ist da auch tipptopp und wenn du von Bridge redest, dann war bestimmt ich das gewesen, die das vorgezeigt hat. Ja, das ist mein Verdacht. Ich glaube, du warst das, ja. Weil ich wurde darüber immer sehr, sehr belächelt, dass ich die Einzige bin auf dieser Welt, die Bridge benutzt. Ich benutze sie auch. Sehr gut, da sind wir schon zwei. Ja. Aber das Problem haben wir ja nicht nur bei der Bridge, bei den Bilddaten, weil da war es ja wirklich ein Problem. Aber stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier einen kleineren Rahmen oder einen ganz großen Titel, ist ja jetzt egal. Dann haben wir nämlich ein ganz anderes Problem, nämlich das. Warum? Ist die Heike jetzt eingefroren? Möglich, Heike, ja. Heike, bist du noch da? Heike ist eingefroren? Na, mal gucken. Na, mal gucken, ob sich gleich connectet. Habt ihr noch andere Fragen? Haut es gerne in den Chat rein. Ich gucke so nebenbei, was so alles geht. Die Langsamkeit von InDesign mit Variablen. Genau, also die Frage im Chat war auch noch, das vielleicht auch noch für alle zur Info, ne? Manchmal gibt es ja so Probleme, dass InDesign langsam wird. Oh, Heike ist jetzt weg, aber warte mal kurz, bis sie gleich wieder da ist. Wenn InDesign langsam wird, meiner Erfahrung nach, sind es eher nicht Variablen, die das machen. Das sind eher Grab-Stile oder andere irgendwelche lustigen Dinge. Was ich aus meiner Erfahrung noch mitgeben kann, ist, dass tendenziell bei allem, was man so tut, CS6 immer schneller ist als ein aktuelles InDesign. Ja, also der Yves Appel, vielleicht kennt den einer von euch, der hat mal ein Buch geschrieben zum Thema EPUB. Der hat sich auch so ein bisschen geärgert, dass die neue InDesign-Version immer so langsam ist und hat wirklich mal einen Test gemacht mit der Stoppuhr, also Skript gesteuert und so. Er hat einfach eine Aufgabe gemacht, er hat sich ein Word-Dokument eingeladen, hat es automatisch formatieren lassen und dann auch irgendwie Tabellen automatisch angepasst per Skript, hat das laufen lassen mit CS5, CS6 und irgendwie zwei CC-Versionen. Haushoher Sieger war CS5 gewesen. Also wer von euch schnell arbeiten möchte, vielleicht doch runtergehen auf CS6 oder 5 oder was auch immer. So, ich muss ein bisschen schwatzen, ihr könnt mithelfen, damit Heike gleich wieder hoffentlich. Heike, war super. Da ist sie. Ist wieder da? Du bist stumm, Heike. Ich muss dich aber wahrscheinlich auch wieder zur... Nee, du bist noch Moderatorin. Sie ist ja oder? Drin jetzt. Achso, Moderatorin. Sie ist nur stumm an der Stelle. Ich wollte nur gucken, ob ihr alle noch da seid. Genau, also wir sind alle aufgewacht, weil auf einmal hat nichts mehr geflimmert auf dem Monitor. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, inwieweit ihr
mitbekomme, was ich noch gesagt habe. Ich wollte eigentlich noch Ingo erzählen, dass das nicht immer so sinnvoll ist. Also dass die Bridge schon sinnvoll ist, aber das Problem nicht löst bei dem Problem, was ich da hatte mit diesen Dokumenten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wenn ihr zum Beispiel, ihr hört mich doch, oder? Ja, wir hören dich wieder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Rahmen habe, der so klein ist, und ich gehe in die, Moment, jetzt ging mir hier im Weg. Und ich gehe jetzt hier rein zum Beispiel, wenn der Rahmen so klein ist, dann bringt mir das gar nichts, weil die Bridge-Thematik hat wirklich nur was mit der Bildseite zu tun. Das ist wirklich so, dass er einfach hier immer wieder spationiert oder unterschneidet. Weil InDesign halt die Variablen nur als Zeichen, als ein Zeichen erkennt. Und dann sich einfach so viel Platz nimmt, wie es möchte. Genau. War eine coole Idee, Ingo, aber nicht für die normalen Variablen, sondern. Heike, ich bin immer noch nicht ganz so zufrieden, weil du kannst doch in die Textrahmenoption gehen und kannst also die automatische Größe zum Beispiel, die kannst du doch festlegen. Das klappt nicht. Eine Variable ist ein Zeichen und damit kann ein Zeichen nicht einen Textrahmen vergrößern. Verstehe. Ihr landet immer beim selben Problem. Ihr könnt euch da tot ärgern. Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, mich zu ärgern. Ist so. Das ist ganz genau. Alles klar, gut. Also das haben wir auch schon alles probiert. Ich habe schon wirklich echt schon alles probiert. Ihr seht, und schon bappt das hier zusammen. Ja. Und dann haben wir ein richtig geiles Variäbelchen. Allerdings, einen großen Vorteil haben wir dabei. Wir haben ziemlich viel Platz gespart und brauchen vielleicht weniger Papier. Papier wird ja jetzt eh teurer in der letzten Zeit. So, tut mir leid für die dumme Antwort, aber mehr gibt es dazu zu nicht zu sagen. Es ist leider so. Also, genau. So, was haben wir hier für fiese Tricks? Funktioniert leider nicht. Danke, Klaas. So ein bisschen über InDesign gelästert gerade im Chat. Also, das hat ja nichts mit Variablen so größtenteils zu tun. Alles klar, ne? Ist ja gut. Wieso wurde denn über InDesign gelästert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wir ich auch nicht. Es ist, als du eingefroren warst, haben wir kurz mal über InDesign gelästert. Nein, es gab eine Frage, ob Variablen das Dokument langsamer machen. Ich hatte es noch nie, dass es war. Bei mir waren es dann eher Querverweise oder fiese Satzeinstellungen. Hattest du auch noch nicht, oder, Heike? Nee, bei Variablen überhaupt nicht. Was ich habe, und ich habe da mal einen Beitrag zu gemacht, was alles InDesign langsam machen kann. Da gibt es einen Beitrag von mir, Publishing Blog. Nee, bei Publishing Blog habe ich mal geschrieben über InDesign Speed, glaube ich, oder so. Ich guck mal. Es gibt zwei Beiträge davon und das ist eine unfertige Liste, aber es ist alles, was uns mal jeweils eingefallen ist und wir gesammelt haben in allen möglichen Foren. Vielleicht kannst du den nochmal rein. Ja, posten. Ich habe es ja schon gefunden, ich schicke das mal. Und wenn euch dann auch andere Sachen einfallen, sehr, sehr gerne. Mache ich den immer wieder aktuell, den Beitrag. Aber Variablen selbst sind mir jetzt so nicht bekannt. Wenn die Nummerierung im Text konvertiere, erhalte ich die Stilvorlage. Also erstmal erhält man ein Absatzformat. Stilvorlagen gibt es in Quark. Ein Plus. Wenn ich dann die Stilabweichung wieder lösche, erhalte ich die Nummerierung zurück. Dann könnte ich noch mit einem Grep die starten. Also der Trick ist sozusagen, wenn ich das Absatzformat konvertiere, komme ich ja nicht mehr zurück, was du vorhin auch gesagt hattest. Aber man kann es ja direkt auf den Text auch anwenden. Ne? Also du könntest jetzt auf deine 411 da unten irgendwo gehen. Also obwohl deine 4 ist hier, glaube ich, nee, deine 4 ist jetzt nicht mehr unten. Die 411 ist ja quasi noch eine offizielle Liste und dann löst die Variable nicht über sozusagen das Absatzformat auf, womit das ganze Dokument betroffen wäre, sondern nur die einzelne Textstelle. Das wäre sogar skriptbar. Ja? Dann hättest du ein Plus, weil ja du händisch die Nummerierung rausgenommen hast. Und dann könntest du über die Abweichung wieder zurücksetzen, dein Ursprungsdokument wiederherstellen. Also das wäre aber wieder eine Skriptaufgabe. Ne? Also die Leute müssten dann immer dran denken, zu skripten. Ja, und es gibt ja auch ein Skript Clear Overrides. Das wäre ja eigentlich dann wieder ein einfacher Schritt. Wenn sonst das Dokument keine Abweichung enthält, ja. Natürlich sind ordentlich gearbeitete Dokumente immer ohne Abweichungen. Kein Kommentar, okay. Aber das ist eine coole Idee, Tobias. Gar nicht so schlecht. So, das ist die statische Beschriftung. Okay, Tobias, netter, fieser Trick, aber denke, ja, das ist nämlich genau das. Man darf es ja nicht an Dritte rausgeben, Klaas. Gut, jetzt lese ich eure Chats weiter. Also, das ist immer... Okay. Ja, Quark Express, sehr schön. Preflight hilft ein wenig. Gut. Ah, hier, danke, Klaas, für den Link, genau.
Ich bin neu und wollte fragen, ob es auch schon was zum Import von Vertux gibt. Ich glaube ja, entweder bei uns bei der IDUC Berlin oder aber, ich weiß nicht genau, bei der IDUC Hamburg und Hannover. Die hatten den Stefan Mitteldorf mal, der ja ganz ursprünglich mal unser Mitbegründer von der IDUC Berlin war. Der hat mal einen Vortrag gemacht über Word und Excel in InDesign. Da müsstet ihr euch. Ich glaube, da war es aber nicht drin, wenn ich mich dunkel recht entsinne. Müsste ich aber auch erst gucken. Ich habe aber auch gerade ein Projekt mit Fußnoten gehabt. Das ist eine Plage. Also, das kann man einfach so sagen. Okay. Muss man so lange an Word rumkonvertieren, bis es irgendwann zu Fußnoten führt. Okay. Also meine Erfahrung ist, sauber formatierte Dokumente, wie bei allen Dingen, kann helfen. Das zweite, es gibt zwei Importfelder in InDesign, Doc und DocX, die laufen unterschiedlich. Das heißt, wenn DocX nicht klappt, kann man Doc probieren und andersherum. Das ist eine Möglichkeit. Und das, was am besten funktioniert, es gibt halt ein kostenpflichtiges Plugin, das heißt Wordsflow. Das ist quasi der bessere Import, als InDesign ihn hat. Mhm. Das ist sehr zuverlässig, also weit zuverlässiger als das InDesign selber. Es kostet aber, ich glaube, $200-$300 irgendwie so in dem Dreh. Aber wenn man öfter damit zu tun hat, ist das eigentlich schon, glaube ich, eine passable Investition. Wie heißt das gleich? Wordsflow. Das heißt Wordsflow. Ich kann es gleich mal aussuchen. Wordsflow. Das habe ich schon mal gehört. Und dann, ich will nur ganz kurz abschließend noch sagen, wenn ihr mit Redaktionssystemen oder mit Content-Management-Systemen arbeitet, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die noch Variablen anbieten von Hause aus. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich InDesign... ich habe ein anderes InDesign auf, wo ich ein Woodwing installiert habe drin. Und hier gibt es zum Beispiel nicht nur die normalen Textvariablen, die ich habe, sondern, man muss natürlich angemeldet sein, dann gibt es noch die ganzen Woodwing-Variablen. Also Woodwing oder die anderen Systeme, die man so hat, bringen noch eigene Variablen mit, die man dann sozusagen ans Woodwing oder ans System anschließen kann. Wie zum Beispiel Ausgabenummer, all diese ganzen Geschichten. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge, was man mit den einzelnen Systemen machen kann. Funktioniert immer absolut identisch. Textrahmen aufziehen, Cursor rein und die Dinger hier irgendwie platzieren. Genau. Das noch dazu. Ich hoffe, das sieht jetzt wirklich nicht schön aus, die Variable hier. Ich lasse mal eine andere Seite offen. Ich hoffe, dass ich euch mit den Variablen so einen ganz kleinen bisschen einen Einblick gegeben habe, was geht und was nicht geht. Und einen letzten Blick noch in meine Checkliste ist, genau, nummerierte Listen hatten wir nicht. Skripte können wir man kann natürlich mit Variablen eine ganze Menge lösen. Das habe ich auch schon gemacht, synchronisieren. Und dann gibt es noch, aber das habe ich jetzt nicht mehr vorbereitet, die Möglichkeit, das automatische Inhaltsverzeichnis ist ja eigentlich nichts anderes als auch eine Variable. Also das Inhaltsverzeichnis greift sozusagen die ganzen Absatzformate ab und listet die alle in einer Liste ab. Auf und hat dann damit sozusagen auch eine variable Funktion mit einer Einschränkung, dass beim Inhaltsverzeichnis das nicht automatisch aktualisiert, wie wir das jetzt bei einem normalen, bei einer Kopfzeile haben oder Seitenzahl, sondern wir müssen im Inhaltsverzeichnis immer noch schnell sagen, Layout und es aktualisieren. Und dann wird es noch einmal refreshed und dann gibt es ein neues aktualisiertes Inhaltsverzeichnis. Das muss man dann auch einmal noch machen. Also es ist sozusagen eine Variable Light. Aber es ist auch eine ganz gute Möglichkeit, den Inhalt aus dem ganzen Dokument abzugreifen. Es gab noch eine einzige Frage in diesem Fragebogen, den ich in die Einladung geschickt hatte. Und vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, Klaas. Ich hatte dir das heute nochmal geschickt, weil du hast gesagt, du hattest es gerade. Da ging es drum, ich versuche das kurz zu erklären und du versuchst die Lösung zu erklären. Da ging es drum, dass man ein Buch hat. Mit mehreren, entweder Kapiteln oder mit mehreren Büchern. Ich weiß nicht, ich konnte leider im Fragebogen nicht sehen, wer die Frage gestellt hat. Wenn derjenige noch da ist, wäre das echt toll, wenn der sich kurz melden würde und mir uns das nochmal erklären könnte. Genau. Es ging darum, dass wir zwei Seitenzahlen haben wollten. Einmal die aktuelle Seitenzahl des aktuellen Buches und dann aber noch eine Seitenzahl der fortlaufenden, also wenn ich zum Beispiel eine Serie habe von mehreren Büchern,
so stelle ich es mir zumindest vor, habe ich einmal Seite 1 bis 100 und im zweiten Buch habe ich ja wieder Seite 1 bis 100 oder aber auch zusätzlich, weil wir eine zweite Seitenzahlvariante haben, Seite 101 bis 201 oder so. Wenn das die Anforderung war, dann würde das Klaas gerne erklären, wie er das löst. Würde ich gern. Oh, wie interessant. Also ich hätte jetzt über eine Kapitelnummer gelöst, aber erzähl du mal. Ja, wie gesagt, den Fall kenne ich auch nicht genau. Also deswegen müsste ich da auch mutmaßen. Ich würde mir einfach mal die Bildschirmfreigabe mopsen. Ja, blub, sehr gerne. Blub. Ich habe hier mal mein InDesign-Dokument offen. Also den Fall, den ich neulich hatte, ist, da ging es um ein Magazin. Und das Magazin gibt es mehrmals im Jahr. Und das Magazin ist fortlaufend durchnummeriert. Das heißt, die Ausgabe 1 startet auf Seite 1 und gibt es Seite, keine Ahnung, 100. Die Ausgabe 2 startet bei Seite 101 und gibt es Seite 200 und so weiter und so fort. Und was da gemacht wird, das ist das normale Arbeiten über die Seitenpalette. Bei jedem neuen Dokument muss ja sozusagen neu angefangen werden. Das ist ein an der Stelle manuelles Konzept, weil die haben jedes Mal eine unabhängige neue InDesign-Datei. Und was die machen, die schnappen sich hier einfach diese entsprechende Marke, die hier oben sitzt, also die Abschnittsmarke. Da kann man entweder direkt draufklicken oder man kann das hier auch über das Menüchen machen und kann jetzt hier über die Nummerierung und Abschnittsoption gehen. Und hier kann ich halt sagen, pass auf, liebes Dokument, du fängst eben an bei Seite, keine Ahnung, 100. Und je nachdem, wenn ich jetzt ein Rechts- und Links-Menüs-Layout habe, würde sich das hier entsprechend ändern können. So, das ist eine Möglichkeit, das zu haben. Das heißt aber auch, wenn ich dieses PDF-Dokument öffne, startet das standardmäßig mit Seite 100. Ja, weil ein PDF kann ja nur sagen, ich bin Seite 1 oder Seite 100, was anderes geht nicht. Eine zweite Möglichkeit, die es auch noch gibt, wäre, wenn ich das jetzt hier per Automatismus machen würde, also wieder normal sage automatisch, dann habe ich jetzt, naja, müsste den Wert wieder zurücksetzen, dann habe ich natürlich hier standardmäßig wieder meine Variable 1. Ich mache es mal zurück. Wenn ich jetzt ein Buch benutzen würde und würde die Dokumente hintereinander weg in ein Buch setzen, dann würden sie sich automatisch durchnummerieren. Das hat aber den Nachteil, dass gegebenenfalls Titelseiten, die nicht mitgezählt werden sollen, da halt auch wieder rausfliegt. Deswegen kann das auch schwierig werden. Und die nächste Variante, die man auch noch nutzen könnte, und das ist ein mögliches Szenario, was man nutzen kann, es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, etwas zu definieren, nämlich Abschnittspräfixe, Abschnittsmarken und auch verschiedene Arten von Kapitelnummerierungen. Und daraus kann man sich dann die Sachen auch zusammenbauen. Da hängt es aber wirklich sehr stark davon ab, wie genau der Fall ist. Also ob wo, wie was durchgebaut und gezählt werden soll. Wenn ich mal ins PDF wechsle, das, was nachher nämlich im PDF ist ja auch synonym für alles andere Mögliche gilt, ist, was ich hier ja auch machen kann, ist dasselbe wie in InDesign. Ich kann hergehen und ich kann sagen, ich ändere die Seitenbezeichnung und dann kann ich halt überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, wie es in InDesign geht. Und auch hier kann ich halt einen Präfix definieren oder einen Suffix definieren. Aber ich werde hier definitiv im oberen Bereich bei den Seitenzahlen nicht stehen haben, gibt doch 1 oder 100 ein. Also das wird es nicht geben. Also das geht theoretisch schon, ne, wenn ich jetzt hergehe und ich sage jetzt beispielsweise Seitenbezeichnung ändern und ich sage jetzt, du pack mal auf, auch so alle Seiten ändern und sage dann halt, ich starte bei Seite 50 beispielsweise, ne, dann sieht man hier auch, das ist jetzt die 50, aber er zählt hier trotzdem von 1 bis 5. Also diese Doublette gibt es noch maximal, aber ich habe hier nicht zwei Felder, Seitenzahl 1 und 2. Das wird nicht gehen. Aber wie gesagt, aus dem Kontext daraus konnte ich mir nur so ein bisschen zusammenreimen, dass wahrscheinlich eine von diesen Möglichkeiten das Ganze denn zum Tragen bringen kann. Ich glaube aber, die Buchfunktion ist da vielleicht die übersichtlichste, oder? Wie gesagt, das kann den Fall, den ich hatte, da war das wirklich in der Tat so, dass das Problem war, dass die immer noch Präfixseiten hatten. Das heißt, ich mache jetzt mal was Neues. Ne? Hier sollte wirklich das eigentlich anfangen mit 1, 2, 3. Ich mache das jetzt mal ganz böserweise so. Und diese Präfixseiten, die hießen dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr, römisch 1, 2, 3 oder hast du nicht gesehen? Okay. Und dann kriegst du natürlich beim Buch wieder das Problem, dass der nicht sauber durchnummerieren kann, weil ja eigentlich die beiden übersprungen werden müssten und er hier weiterzählt. Und dann kriegst du es auch nicht hin. Also, aber was ich jetzt total spannend finde, falls derjenige noch zuhört oder diejenige oder das vielleicht in der Aufzeichnung seht, bitte meldet euch nochmal. Also das finde ich jetzt echt super spannend, was ihr da genau wollt oder was du da genau willst, weil das muss doch machbar sein. Genau. Gut. Habt ihr noch Fragen? Jetzt ist ja noch Zeit. Oder wie ist es jetzt geplant, Klaas? Müssen wir jetzt Kekse essen und Brezeln essen und so? Oder können wir Fragen? Nee, müssen wir noch nicht. Also jetzt Stuttgart, also die meisten haben dich schon bedankt, ja. Aber bevor ich jetzt hier gleich noch so einen kleinen Abschluss mache, kam noch eine Frage jetzt gerade von Nicole rein. Hast du die auf dem Schirm? Weil ich habe jetzt gerade hier eine Freigabe, siehst du? Genau, müsste ich auch nochmal parallel lesen. Zeichenformat-Trick auch im Inhaltsverzeichnis. Nicht, dass ich wüsste, dass ich im Inhaltsverzeichnis kann ich keine Zeichenformate greifen. Was heißt da? Also, dass man nur Teile einer Überschrift ins Inhaltsverzeichnis übernimmt. Ist das die Frage?
dass ich jetzt quasi auf meiner Seite, wenn das jetzt hier, also ich nehme mal hier diesen Text, los geht es, ne, und ich möchte, dass nur los ins Inhaltsverzeichnis kommt, und ich markiere dann sozusagen die Überschrift mit dem Zeichenformat und baue mir daraus ein Inhaltsverzeichnis. Wenn das die Frage ist, nein, das geht nicht. Ich kann über, also Inhaltsverzeichnisse ziehen immer den Content von einem kompletten Absatz. Da gibt es auch keine Option mit Zeichenformaten. Da könnte man sich maximal was hinbauen mit Querverweisen, aber Querverweise sind halt im Handling anders, generieren uns keine Lesezeichen und so weiter und so fort. Ja, das war die Frage. Dann habe ich zufällig richtig geraten. Genau, aber auch da wieder, ne, auch da wäre Scripting ein Weg. Ja, dann könnte man sagen, pass auf, du baust dir automatisch ein Inhaltsverzeichnis rauf und du schmeißt bitte alles raus, was nicht der Formatierung entspricht, die das Zeichenformat mitbringt. Denn beim Inhaltsverzeichnis werden Zeichenformate mitgezogen. Ne? Also wenn ich jetzt hierher gehe und würde jetzt diesen Text hier mit einem Zeichenformat versehen oder auch mit einer manuellen Formatierung, ja, also wenn ich jetzt hier beispielsweise noch eine Farbe drauflege, dann würde er beim automatischen Bauen auch diese manuell raufgesetzte Einstellung mitziehen ins Inhaltsverzeichnis. Ja. So, das war, glaube ich, die letzte Frage. Dann würde ich erstmal sagen, Heike, vielen, vielen lieben Dank für deine schönen, vielen buntesten, variabelsten Seiten mit allem, was es so gibt. Es rauscht auch hier nebenbei schon rein. Ich sehe das auf dem halben Monitor. Ein Dankeschön. Und ich bedanke mich, wie gesagt, auch bei allen, die jetzt hier so herzlich mitgemacht haben mit euren Fragen. Also ohne euch wäre das auch langweilig, wenn irgendwie Heike nur gegen die Wand redet. Deswegen hoffen wir auch, dass es... Ja? Muss ich weiterreisen einfach. Dankeschön euch. Ja. Vielen, vielen Dank euch allen. Wow, so viel Danke, so schön. Dankeschön.